herzlich willkommen beim Salz der Woche aus dem mobilen Studio vom Sommerfest. Das ist der Björn, ich bin der Christian und ja, wir haben heute einen Tipp nochmal. Ja, immer noch. Zum Korallen befestigen. Ein Q-Tipp-Tipp, könnte man sagen. Ein Q-Tipp-Tipp. Ja. Tipp. Genau. Und der ist eigentlich ziemlich genial und auch total simpel. Und den stellt jetzt Björn mal vor. Ja, also werden bestimmt schon einige kennen. Das ist jetzt keine eigene Idee von uns. Aber wir wollen sie euch vorstellen, weil es wirklich sehr gut ist. Wir kriegen regelmäßig von euch Nachrichten. Ja, wie macht ihr am besten Korallenfest im Becken? Welchen Kleber würdet ihr empfehlen? Naja, es gibt gute Kleber, aber es ist nicht immer so einfach mit den Klebern. Manchmal hat man richtig Probleme, die Korallenstöcke eben auf dem Lebendgestein festzumachen. Und da gibt es einen ganz geilen Trick mit einem Q-Tipp, wie man sich da aushelfen kann. Wir haben jetzt schon mal was vorbereitet. Das ist hier eine Acropora, die mal schön war. Und die ist auf dem Ablegerstein drauf. Und da sind wir quasi hingegangen, haben jetzt Sekundenkleber hier einen Klecks drauf gemacht. Haben dann einen Q-Tipp genommen. Wir haben das jetzt schon mal vorbereitet, damit es trocken ist. Haben das Q-Tip genommen, schneiden hier mit einer Zange oder mit einer Schere die Wattebäuchchen da ab. Genau, korrekt. So, dass wir nur noch das Röhrchen haben. Also man kann sich das ja vorstellen, ich kann es aber auch nochmal machen. Das können wir uns gerade noch leisten, hier ein zweites Q-Tip kaputt zu machen. Nein! So, dann haben wir dieses Röhrchen. Das können wir uns jetzt auf eine beliebige Länge zu kürzen. Aber es ist gut, wenn wir es möglichst lang lassen, weil dann hat es mehr Halt. Und dazu kommen wir jetzt. Dann geht ihr hin, nehmt euer Totgestein. Und gerade wenn du ein neues Becken hast, ist es eigentlich eine geile Sache, wenn du hingehst und es schon vorbereitest und dein ganzes Gestein nochmal poröser machst. Korrekt. Wie machst du das? Nimmst einen Akkuschrauber oder einen Bohrerschrauber, eine Bohrmaschine. Akkuschrauber ist halt einfach zu handeln. Dann machst du einen Vierer oder einen Fünfer Bohrer drauf, Steinbohrer. Und dann bohrst du dir einfach ein Loch rein. Dadurch, dass das Riffgestein ja sehr porös und weich ist, geht es auch super gut mit dem Bohren. Machen uns da Löcher rein, können wir auch mehrere reinmachen, das ist immer ein bisschen flexibel, schadet dem Gestein nicht. So, jetzt haben wir Folgendes, wir haben diesen Ableger mit dem Q-Tip und dann können wir hingehen, sobald es getrocknet ist, und dieses Q-Tip-Stäbchen einfach hier reinstecken. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Jetzt ist die Koralle fixiert, man sieht, das hält auch ziemlich gut. Ja. Wir haben nichts geklebt. Man kann jetzt noch hingehen und das nochmal stabilisieren, indem man ein bisschen Epoxy hier dran macht oder so. Und dann kann es auch keiner rausziehen. Es gibt hier so ein paar Kandidatenbecken, die ziehen auch gerne mal eine Koralle raus. Oder bewegen sie gerne mal durchs Becken. Oder ihr lasst es einfach so. Nach ein paar Tagen bilden sich da auch Schwämme und Algen drunter, die dann mit dem vorhandenen Lebendgestein eins werden. Und dann wackelt das auch nicht mehr so rum. Also insgesamt ist es eine Methode, die sehr, ja, sehr simpel eigentlich ist. Ja. Also was man auch noch machen kann, man kann auch noch ein zweites Stück Q-Tip einfach mit ins Loch dazu stecken, wenn es einem zu locker ist. Ja klar, dann natürlich auch noch mal mit einem kleineren Bohrer nehmen, aber genau. Ja. Das Grundprinzip ist, denke ich, verstanden. Cooler Tipp, ja. Vielen Dank, dass du da warst. Habe ich gern gemacht. Ja, gebt uns einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Ich bin ziemlich froh, wenn du mich als Gast siehst, weil dann muss ich hier nicht mit abbauen. Wir sind raus, ciao. Adios.